Ich? Nee, hier, der liebe Hugo. Hier liegt noch Verbandsmaterial. Ah, jetzt hat's aufgehört. Ja, wer jetzt... Das war das falsche Schwert? Nein. Ja, wer fängt an? Ja, dann fangt ihr beide mal an und dann... Nee, der König fängt an. Der König fängt an und alle anderen gehen drauf. Ja, wie machen wir es jetzt? Ja, 10 Schadenspunkte. Okay, gut. 10 Treffer. Ja, gut. Müssen wir halt fair mitzählen. Ich hoffe, ich krieg das mit. Ja. Okay, dann meinetwegen. Bist du bereit? Ich bin auf jeden Fall bereit. Ich bin der Schiedsrichter. Ich kann den Schiedsrichter machen. Oh, eins. Einer. Eins, eins. Okay, eins. Ja, das klappt doch noch. Ja, 2-1. Boah, alter Leck. Was war das denn? Ja. 3-1? Ja, ja. Oh, 4-1. 5-1. Ah. Die war oder war? Die war, ne? 5-2. Ja. Oh, shit. Die Reichweite. Oh, 5-3. Das ist echt. Boah, Alter. Oh, 6-3. Ja, 7-3. Ja. Nein, ich will nicht verlieren. Ich verliere, nein. Oh, man kann aber auch nicht blocken. 8-3. Das ist geil. Aber geblockt. Acht, vier. Boah. 9-4. Ja. Okay. Ja, da war. 9-4, nicht schlecht, nicht schlecht. Aber das ist cool, das kann man echt, man kann echt viele Sachen umsetzen, das ist total lustig. Funktioniert schon, ja. Der Liquid Starch, hallo. So, gegen wen muss ich jetzt? Entweder gegen mich oder gegen ihn. Suchst du aus. Ja, mir ist das... Mir ist das egal, ich muss noch einen Schluck trinken, fällt mir gerade auf. So, Essens- und Trinkpause. Dann macht ihr beide und dann zähle ich jetzt mal ihr mit. Beide? Ja. Okay. Drei Waffen mal. Ja, genau. Au, das blute ich wieder. Nein, ich soll essen, nicht trinken. Nicht. Hast du einen fahren lassen? Mit? Das sah gerade so aus. Guck mal, er macht sich warm wie beim Sumo-Ring im Kleinen. Oh Mann, so. Give me your stuff. Ja, wir müssen jetzt hier noch kurz eine Party runter machen, gleich mal. Ja. Ich hab gar nicht den Überblick, wie lange machen wir denn eigentlich schon? Wir machen jetzt anderthalb Stunden. Also, ich muss auch gleich weiter. Aber wir machen auf jeden Fall noch dieses Turnier fertig. Genau, ja. Ja. So. Moment. Genau, warte, wir machen hier ein Turnier für alle Leute, die beim Stream jetzt neu oder vielleicht dazu sind oder zuschauen. Ja, wir machen 10 Punkte Turnieren. Also, ihr wisst, mit den Holzschwertern macht man ja einen Schaden. Ey, was wollt ihr denn von mir? So. Ne, und der Erste, der 10 Punkte macht halt, ne, ja, gewinnt. Und in der ersten Runde habe ich leider schon verloren. 9-4 gegen die Mugo. Also Hugo ist ein guter Kämpfer, muss man sagen. Ja, von aus, ja. Seid ihr bereit? Kann man für sowas bereit sein? Ich denke nicht, aber... Lasst den Kampf beginnen. Hm? Okay. Ja, ich bin mal gespannt. Sie tasten sich langsam nah aneinander an. Vorsichtig. Oh, der Hugo hat den ersten Schlag gesetzt. 1-0. Da blutet er schon. Ein schwerer Treffer am Hals. Oh, 1-1. Ein spannender Kampf, liebe Leute. Und er blockt den Schlag. Oh, der war daneben. Oh, 2-1 für den Hugo. 2-2. Oh, ihr seid gar nicht schlecht. Ihr Mann, ist nicht geblockt. Machst du das? Nee, ich hab gar nichts. Ich hab gar keine Waffe in der Hand. Nee. War schon Treffer. War ein Treffer. Oh. Ein spannender Kampf, liebe Leute. Ne? Oh, sie blocken sich gegenseitig und versuchen sich zu kontern.
Oh, er weicht geschickt aus. Oh, das 3 zu 2 für Hugo. Gerade, aber Gloriosa wird bestimmt gleich aufholen. Oh, das 4 zu 2. Zum ersten Mal geht er mit 2 Punkten in Führung, liebe Leute. Ich bin gar nicht so schlecht. Kommentieren habe ich noch nie gemacht, tatsächlich. Ne? Oh, da war der 4 zu 3 Anschlusstreffer. Anschlusshit. Anschlusshit. Ja, Anschlusshit, ja. Jetzt bin ich mal gespannt. Der Gloriosa schlägt sich aber ganz gut. Ne? Oh, er hat den Anschlag, er wollte einen Block, einen antäuschenden Schlag machen. Oh, da war das 5 zu 4. 5 zu 3. Das 6 zu 3. Ja, Hugo beweist sich als starker männlicher Waldkämpfer. Ja, das ist. Ja. Oh, das 7 zu 3. 8 zu 3. Oh, jetzt, ne, Gloriosa, lass dich jetzt nicht. 9 zu 3. Lass dich jetzt nicht nervös machen. Und, oh, und da war das. Ja, da ist es vorbei. Da ist es vorbei. Es ist vorbei. Ja. Aber, ne, der Hugo wird schon mal der eiserne Gewinner sein, auf jeden Fall vom heutigen Abend. Aber wir werden. Er hat auch eine Reichweite. Machen wir noch einen Kampf um Platz 3? Ja, ja, auf jeden Fall. So. Ist es soweit? Ja, meinetwegen ja. Hallo! Hallo, genau. Essen, trinken sollte ich genug haben eigentlich. Probieren wir das Ganze mal aus. Okay, oh. Dann meinetwegen los, oder? Hm? Au. Oh. Oh. 6:0. Jetzt mal auch in die andere Perspektive, vielleicht geht das doch besser. So. Sie heben sich auf. Boah. 13er. 13er. Nee, das ist so nichts mit der Perspektive. Alter, ich bin doch mit Blocken. Schwierig. 5. Das ist, ich gebe jetzt auch tatsächlich gerade Mühe, weil ich gerade ein bisschen stiller war, ne, aber... Das ist nicht... Da kam der Treffer. Ja, kam der Treffer. Na, ah, was macht er, was macht er? Boah, 6 zu 1. Ein eingesprungener Schlag. Der war studiert. So eine Art, ne? Oh. Das 7 zu 1. Ach. Oh. Bist du denn? 8 zu 2. Boah, der war 8 zu 3. Ach, 9 zu 3. 9 zu 4. Du Sau. Und oh. Das. Gloriosen Schlag. Das war ein glorioser Schlag, ja. Ich verneige mich trotzdem von dir. Try to run and you're... Ja, somit haben wir unser erstes Bogenschießturnier und den ersten One-on-One-Kampf eigentlich immer gut hinter uns gebracht, oder? Ich hoffe natürlich, dass wenn wir wirklich mal sehr viele Leute mehr werden, ne? Und mit einer großen Gildenanzahl natürlich antreten können, mit vielen Zuschauern vielleicht sogar, ne? Und ja, wenn ihr natürlich Interesse habt, ne? Schaut mal vorbei. Die IP findet ihr natürlich entweder auf YouTube in der Beschreibung oder halt hier bei Twitch natürlich unten auch auf den Bild klicken, einfach bei Reign of Kings und dann werdet ihr zum Trailer weitergeleitet bzw. zur IP und so, ja. Ja. Ja, schönes Turnier. Ja, schöne Session eigentlich auch, ne, muss ich sagen. Ja, auf jeden Fall wieder. Nächsten Samstag ist es, ja, gut, morgen Abend nach dem Event. Da werden wir dann wahrscheinlich... Ja, noch ein bisschen Reign of Kings spielen, je nachdem, wie wir denn gerade Bock haben. Hm. Und ich denke, nächsten Samstag wird auf jeden Fall wieder Reign of Kings gespielt. Ja, denke ich mal schon. Damit die dann Bock haben. Bei mir und, so oder so öfter wahrscheinlich. Auch jetzt dadurch, bis ich ja endlich anfangen kann zu streamen halt und ja. Ich hatte es nämlich auch mal geplant für den ersten Stream und von daher, mal gucken. Vielleicht werden wir uns da gemeinsam wieder auf den Weg, ja, den Weg tun. Um das ein oder andere zu erleben oder Turnier zu bestreiten. Ja. Vielleicht willst du ja eine Revanche im Bogen schießen. Oder? Auf jeden Fall. Im One-on-One will ich auf jeden Fall auch noch eine Revanche gegen den Hugo haben, weil das lasse ich nicht auf mir sitzen, lieber Hugo, ne? Du weißt ja. Hallo! Hallo! Eigentlich dachte ich, kommt jetzt was Besseres, weißt du? Aber naja. Ach ja, stimmt ja. Da war ja was.
Und ich will ja nicht die ganze Zeit nackig rumrennen, weil sonst sieht das wieder komisch aus. Ne? Achso, ja, angemeckert. Ich habe noch eine Herausforderung gegen den Bären, ne? Mit dem Holzschwert. Stimmt, ja, das müssen wir auch nochmal. Da gibt es ja auch noch ein paar Challenges. Und wenn ihr Ideen natürlich für Challenges habt, schreibt natürlich bei Gloriosa, beim Gloriosa natürlich auch mal in die Kommentare. Oder halt bei mir, ne? Und, ja. Dann werden wir uns bestimmt das ein oder andere Mal geben, oder? Was meint ihr? Auf jeden Fall. Und wenn es dann noch ein bisschen Verkehr auf dem Server ist, dann können wir sogar noch anfangen mit Handeln. Also wir haben ja auch schon ein bisschen was vorbereitet, so in unseren Kisten, wo wir dann gleich anfangen können zu handeln. Also auch wenn Bedarf ist, schreibt das und ihr wollt auf den Server kommen, dann schreibt das doch einfach mal in die Kommentare. Wir finden da mit Sicherheit zusammen und ja, das eine oder andere haben wir immer übrig. Da wollte ich jetzt gerade raus. Ich dachte, wir schließen die Tore langsam. Ja, natürlich, weil wir jetzt auch langsam dem Ende gegen zukommen, natürlich. Und ja, wenn euch der Stream oder die Videos bei Gloriosa natürlich gefallen, folgt uns, hinterlasst uns Daumen hoch, Kommentare, wir freuen uns über alles und ja, ne? Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Genau, ja, bis zum nächsten Mal und ja, schöne Session und liebe Leute im Stream, ich danke euch allen, dass ihr natürlich nicht ganz so zahlreich vielleicht gewesen seid, aber die Leute, die da gewesen sind, auf jeden Fall, ich danke euch vielmals. Oder die Leute, die es im Nachhinein noch sehen sollten, bei Twitch natürlich oder bei YouTube auch vielen Dank. Und ja, wir sehen uns samstags immer auf jeden Fall um 19 Uhr, das kann ich schon mal fest sagen. Samstag 19 Uhr ist immer auf jeden Fall ein Stream jetzt. Und einen Streamplan sonst werde ich halt zusammenstellen. Und ja, das war's von mir. Der Server fährt auch gerade tatsächlich runter. Ne? Passt ja. Ich habe gerade gedacht, was ist denn jetzt los? Ja, 14 Uhr. Ja, 14 Uhr Restart. Uhr. Haben wir alles richtig gemacht. Haben wir alles richtig gemacht, ja. So ist das perfekte Ende, würde ich sagen. Ne? Dann blende ich auch nochmal meinen lieben Pausenbildschirm, beziehungsweise meinen Bildschirm ein. Moment. Ja, dadurch, dass Reign of Kings gerade bei mir rumspinnt, muss ich das jetzt nicht einblenden lassen. So. Genau, den Pausenbildschirm hätte ich gerne. Ja, und Reign of Kings werde ich jetzt schließen und den Stream werde ich jetzt auch langsam ausmachen. Länger machen bitte, schreibt jemand. Okay. Ja, würde ich... wieder. Ne, vielleicht, ich mache vielleicht sogar nachher noch einen Stream. Ich brauche jetzt nur mal auch eine kurze Pause wegen was zum Mittagessen und so. Lieber, Best Concraft natürlich, ja. Ja, machen wir schon. Ja, ansonsten, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat oder so, schaut immer mal vorbei. Und auf unserem Server, auf Minecraft oder Reign of Kings und beim Gloriosa, beim lieben, ja gut, der liebe Hugo, beziehungsweise Signet, ne, hat ja leider, glaube ich, keine Videos oder sowas, was du ja machst oder so, ne, wo man darauf hinweisen könnte, oder? Nee. Gut. Dann schaut bei ihm nicht vorbei und bei uns schon. Und, ne, und ja, schaut bei ihm höchstens auf dem Server vorbei, grüßt ihn nett, lasst ihm vielleicht ein paar nette Geschenke da, weil er immer gewonnen hat gegen uns, ja, und ansonsten. Ja, danke für den Stream und ja, tschüss. Ciao.